Eines Samstagnachmittags saß ich in meinem Zimmer und zerbrach mir wieder einmal den Kopf, wie ich die nötigen Mittel zur Verwirklichung meines Planes zusammenbekommen könnte. Fast 2 Jahre lang hatte ich mir nun schon das Gehirn zermartert, aber ich hatte nichts unternommen. An diesem Nachmittag reifte in mir der endgültige Entschluss, mir die erforderliche Million binnen einer Woche zu beschaffen. Wie? Darüber, dessen war ich aus unerklärlichen Gründen völlig überzeugt, brauchte ich mir keinerlei Gedanken zu machen. Wichtig war jetzt vor allem, festzulegen, bis wann ich das Geld haben wollte. Und glauben Sie mir, sobald ich diesen Schritt getan hatte, überkam ich ein Gefühl der ruhigen Zuversicht, wie ich es nie zuvor verspürt hatte. Eine innere Stimme schien mich zu fragen: Warum hast du nur so lange gewartet, dich zu diesem Schritt zu entschließen? Das Geld lag doch schon die ganze Zeit für dich bereit. Danach ging alles sehr rasch. Ich gab telefonisch eine Annonce auf, dass ich andern Tags, also am Sonntag, über das Thema, was ich täte, wenn ich eine Million hätte, predigen würde. Dann setzte ich mich sofort an den Schreibtisch. Noch nie war es mir leichter gefallen, eine Predigt zu schreiben. Aber schließlich hatte ich mich ja fast 2 Jahre lang darauf vorbereitet. Es war noch früh am Abend, als ich die Feder aus der Hand legen konnte. Ich ging zu Bett und schlief ruhig und zuversichtlich ein. Ich sah mich förmlich schon im Besitz der Million Dollar. Am nächsten Morgen stand ich früh auf und las die Predigt noch einmal durch. Dann kniete ich nieder und betete. Unter meinen Zuhörern möchte sich auch der eine finden, der mir die benötigte Summe geben würde. Während des Gebets überkam ich wieder dieses Gefühl der unerschütterlichen Zuversicht. In meinem Hochgefühl vergaß ich schließlich das Manuskript meiner Predigt zu Hause und bemerkte dies erst, als ich bereits auf der Kanzel stand. Ich kann nur der Vorsehung danken, dass es schon zu spät war, um die Niederschrift zu holen. Denn nun konnte ich ungestört der Stimme meines Unterbewusstseins lauschen. Als ich einen Schritt vortrat, um meine Predigt zu beginnen, schloss ich die Augen und ließ mein Herz sprechen. Ich erzählte, was ich mit einer Million Dollar tun würde, dass ich ein großes Institut aufbauen wollte, an dem junge Menschen nicht nur Fachkenntnisse sammeln, sondern gleichzeitig auch ihren Geist ausbilden sollten. Als ich mich wieder hingesetzt hatte, erhob sich in der drittletzten Reihe ein imposant aussehender älterer Herr und kam auf mich zu. Ich war gespannt, was er wohl von mir wollte. Er blieb vor mir stehen, reichte mir die Hand und sagte: Reverend, Ihre Predigt hat mir gut gefallen. Ich traue Ihnen zu, dass Sie aus einer Million das machen können, was Sie uns gerade erzählt haben. Um Ihnen meinen Glauben an Sie und Ihre Predigt zu beweisen, möchte ich Sie bitten, morgen in mein Büro zu kommen und die Million abzuholen. Mein Name ist Philip Danforth Armour. Am nächsten Morgen suchte der junge Gonzales das Büro des Großindustriellen und Philanthropen auf und erhielt tatsächlich den versprochenen Betrag. Mit diesem Geld gründete er 1892 mitten in den Slums von Chicago das Armour Institute of Technology, das später in Illinois Institute of Technology umbenannt wurde. Die dazu notwendige Million Dollar war die Frucht einer Idee. Hinter der Idee stand der glühende Wunsch, den der junge Gonzales fast 2 Jahre lang mit sich herumgetragen hatte. Aber wohlgemerkt, kaum hatte er den Entschluss gefasst, aktiv zu werden und sich das Geld, auf welche Weise auch immer, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beschaffen, dauerte es keine 36 Stunden, bis er es tatsächlich in der Hand hielt.